The Mosasaurus hunts near the surface of the water, utilizing the power of a large paddle-like tail to quickly propel itself, unleashing a sudden attack to fatally incapacitate anything it could sink its teeth into. Und das war der Mosasaurus Species Field Guide. Ich muss wirklich sagen, das waren wieder richtig tolle Aufnahmen. Und diese schauen wir uns natürlich jetzt auch nochmal gemeinsam ein wenig genauer an. Hier sieht man übrigens auch schon das erste, nämlich im Hintergrund, wenn ihr hier mal schaut. Da ist eine wundervolle, gemäßigte Landschaft. Von dem Biom haben wir ja bisher noch nicht so viel gesehen. Aber ich muss sagen, das sieht schon cool aus hier mit dem Meer und dann so ein bisschen Strand hier unten und überall diese Hügel und Berge. Sieht nicht schlecht aus. The Mosasaurus hunts near the surface. Da haben wir ihn. Der Mosasaurus. Wahrscheinlich für viele der Favorit aus JW2 von den ganzen Kreaturen. Ich glaube für mich auch. Also der Mosasaurus ist schon heftig. Mosasaurus. Ja gut, auf Deutsch Mosasaurus halt, ne? Of the water, utilizing the power of a large paddle-like tail to quickly propel itself. Oh, das ist so schön. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Ich muss nochmal zurück. The water, utilizing the power of a large paddle-like tail to quickly propel itself. Das sieht so unfassbar cool aus. Vor allem jetzt ist der Mosasaurus in der Aufnahme auch mal so richtig schön angestrahlt noch von dem Licht und der Sonne. Und man kann ihn wirklich perfekt erkennen. Aber die Gäste haben da so einen tollen Ausblick. Ich freue mich schon richtig auf diese ganzen Unterwasserkreaturen und unter Wasser diese Galerie, dass man die runterfahren kann und so. Das finde ich so cool. Und das sieht einfach wundervoll aus. Ein letztes Mal geben wir es uns noch. Near the surface of the water, utilizing the power of a large paddle-like tail to quick. Achtet mal auf diese Lichteffekte hier auf dem Mosasaurus, wenn er da lang schwimmt. Das sieht auch richtig cool aus. Also das spiegelt sich immer so ein bisschen diese Wasseroberfläche. Seht ihr das? Mega nice. Unleashing a sudden attack to fatally incapacitate anything it could sink its teeth into. Und dann frisst er hier natürlich den großen weißen Hai. Das haben wir jetzt ja auch schon öfter gesehen, finde ich aber auch richtig cool, die Animation. Und das war's. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Denn ich finde hier auch noch besonders cool, wie belebt das Wasser aussieht. Hier sind auch so ganz viele Partikel und sowas drin. Und dann schwimmen da natürlich auch noch so Fische drin, die man ja auch freilassen kann. Also das sieht schon alles richtig, richtig schön aus. Ja, wieder ein wundervoller Species Field Guide. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Das Originalvideo ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde mich über ein Däumchen freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.